So, ihr Lieben, wir puckeln jetzt gemeinsam Godzilla 1954, also den allerersten Godzilla-Film. Quasi der Ursprung des gesamten Godzilla-Mythos. Der Film, der wirklich eine gesamte Generation geprägt hat oder eigentlich sogar noch bis heute Generationen prägt. Je nachdem, was man eben vom Monsterverse hält oder eben was auch nicht. Allerdings bin ich auf die Idee gekommen, da so viele immer wieder geschrieben haben und immer noch unter meine Kommentare drunter schreiben, Tobi, bei Godzilla braucht man keine Story, Godzilla ist immer nur Monsterkämpfe und bam, 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 habe ich mir gedacht, wir müssen uns nochmal den allerersten Film anschauen. Da ist es vielleicht so ein bisschen untergegangen. Das kann ja passieren über die Jahre hinweg. Der Film ist auch schon mal ein bisschen älter. Und Achtung, dieser Film geht länger als 15 Sekunden und beinhaltet eine relativ komplexe Geschichte für dieses Thema. Also da ist eine Story drin, die hier und da auch bestimmte Momente hat, bei der man aufmerksam sein sollte. Ich weiß, es gibt viele von euch da draußen, die kriegen das überhaupt nicht gebacken und brauchen sowas wahrscheinlich auch nicht. Und nein, jetzt Spaß beiseite, sollte jetzt hier auch kein Diss sein, nur so ein kleines bisschen. Auf jeden Fall geht der Film sportliche 1 Stunde und 36 Minuten. Ich habe den Film schon einmal gesehen gehabt, das ist schon ein bisschen länger her. Ich meine, das war relativ zeitnah zum Release vom Godzilla vs. Kong Trailer. Ja, wir haben ja damals nur einen einzigen Trailer bekommen zu Godzilla vs. Kong, was eigentlich ziemlich cool gewesen ist. Und daraufhin habe ich dann erstmal so begonnen, mir die Toho-Filme anzuschauen. Das heißt, ich kenne den Film schon im Groben und Ganzen, habe jetzt aber nicht mehr alles auf dem Schirm. Und vor allem, dass dieses Teil wirklich 1 Stunde 36 Minuten lang geht, hätte ich jetzt gar nicht mehr gedacht. In meinem Kopf war das wesentlich weniger. Naja, auf jeden Fall, wir gucken auch hier die deutsche Variante, die es auf Amazon Prime gibt, zur Aufnahme dieses Videos. Hier ist das Ding gerade bei Amazon Prime mit dabei. Da müsst ihr also dann nichts noch extra dafür bezahlen. Ansonsten kann man diesen Film auch relativ günstig kaufen als digitalen Download. Ich würde euch allerdings immer empfehlen, holt euch davon eine schöne DVD oder eine Blu-ray. Ein 4K gibt es hiervon, glaube ich, gar nicht. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir jetzt einfach mal damit ein und gucken mal, was uns das Ganze oder ob uns das Ganze immer noch so begeistern kann. Mich zumindest ja. Ich bin da sehr optimistisch, denn ich bin ja jemand, der sagt, das hier ist der beste Godzilla-Film von allen. Den würde ich auf Platz 1 setzen. Und es gibt hier zwei, drei Abstriche, die man vielleicht machen muss, die aber eigentlich logisch sind, ne? Zum einen haben wir eben einen Schwarz-Weiß-Film. Da muss ich allerdings aber sagen, dass es hier bestimmte Momente gibt, auf die ich gleich auch beim Gucken nochmal drauf eingehen werde. Die sind nur so gut, weil sie schwarz-weiß sind. Deswegen funktionieren die so super. Deswegen klappen die so gut. Dann die Technik ist natürlich älter. Das heißt, wir haben hier CGI und Greenscreen-Technik, die man dann doch eher bemerkt, ne? Und dann gerade wieder an die Leute, die heutzutage andauernd rumheulen, das ist wieder alles CGI. Ja, wir haben heutzutage kein schlechtes CGI. Das ist Bullshit. Wir haben heutzutage einfach nur sehr viel CGI. Das ist für mich auch nochmal ein Pluspunkt an dem Ding hier. Wir haben jetzt hier zwar sehr viel Tricktechnik mit dabei. Das heißt zum Beispiel, wenn wir sehen, wie Godzilla einen Zug von den Schienen runterschlägt, dann sehen wir den Zug ganz kurz von einer Nahaufnahme und dann von der Ferne haben wir quasi nur ein Modell, also eine Modelleisenbahn und einen Mann in einem Dino-Kostüm, der diese Modelleisenbahn mit der Hand runterhaut. Und das sieht man. Aber ich muss sagen, trotz allem habe ich damit meinen Spaß, weil ich finde es einfach super schön, mal zu sehen, dass man sich hier eben mehr einfallen lässt, um bestimmte Sachen darzustellen, als einfach nur zu sagen, och, machen wir halt CGI. Das ist, glaube ich, eine Kritik, die viele heutzutage ausdrücken wollen. Ja, aber ihr kriegt es halt irgendwie nicht so ganz gebacken. Und dann stattdessen heißt es andauernd, oh, wieder CGI, oh. Beim 89. Marvel-Film wieder alles CGI, oh. Wer hätte das erwartet? Okay, wir starten auf jeden Fall jetzt mit Godzilla 1954. Das Video hier wird auf jeden Fall auf dem Reaction-Kanal in zwei Varianten erscheinen. Eben einmal in einer gecutteten Variante, wo ich dann quasi so die ganzen Highlights von diesem Rewatch hier mit einfange und dann eben einmal in der kompletten langen Variante, wo ihr einfach dann auch selber parallel dazu live mitgucken könnt. Dazu will ich noch ganz kurz erwähnen, die deutsche Variante, die hat hier und da so kleine Sonderheiten, nenne ich es einfach mal. Die deutsche Variante war damals geschnitten und
Das ist jetzt allerdings hier die Uncut-Version, die ihr auch auf Amazon findet. Allerdings wurden hier die Szenen, die damals rausgeschnitten wurden, einfach in Japanisch mit eingesetzt. Und ihr habt, meine ich, nicht mal Untertitel bei der ganzen Geschichte. Es sind, glaube ich, zwei große Szenen, die da noch mit drin sind, die wir im deutschen Cut eben nicht hatten. Und da müssen wir jetzt eben mal gucken, wie wir das Ganze hier handhaben. Wir werden es gleich erfahren. Und los geht's. 3, 2, 1, go. Das melancholische Stampfen. Ja, auch was wir jetzt hier eben gerade sehen, ist quasi kurz so eine Einleitung, die ist so ähnlich wie bei Star Wars, aber ich kann hier halt nichts lesen. Weil das eben alles auf Japanisch jetzt geschrieben ist und ich weiß auch nicht, was, also... Ich meine, du hast ja schon wirklich Schwierigkeiten, dir die deutschen Godzilla-Filme irgendwie anzuschaffen, ne? Das ist ja immer schon so ein kleines Problemchen von der Verfügbarkeit her, dann, dass du erstmal die Namen abchecken musst, weil die haben ja ganz komische Namen zum Teil. Und dann hast du eben dann noch so Werke wie das jetzt hier. Wo eben einfach dann Szenen mit dabei sind, wo nicht mal Untertitel mit runtergesetzt sind. Aber ey, eigentlich sogar noch ein Grund mehr zu sagen, dass wir eigentlich hoffen sollten, dass das Monsterverse so richtig krass erfolgreich wird. Plus dann eben noch diese ganzen Minus-One-Fortsetzungen, die jetzt geplant werden. Wenn das alles Riesenerfolg haben sollte, dann bekommen wir vielleicht eines Tages doch noch unsere Toho-Godzilla-Box mit überarbeiteten Filmen komplett. Und wäre doch geil. Und die Szene jetzt hier, die allererste, die beruht sogar auf wahren Begebenheiten. Ja, wie ist denn das damals gewesen? Ich glaube, da ist ein Fischerschiff. So wie jetzt auch hier. Da ist ein Fischerschiff im Wasser gewesen und ich glaube, die USA hat Atomtests im Meer gemacht. Und dann wurde eben zufälligerweise dieses Schiff hierbei getroffen, oder zumindest hat die gesamte Besatzung dabei radioaktive Strahlung abbekommen. Und die Szene wird jetzt hier gerade nochmal dargestellt und dann wird es eben gleich so erklärt, dass die eigentlich versucht haben, Godzilla anzugreifen. Und da es eben kein Atomtest war. Aber das basiert auf einer wahren Begebenheit. Was haben die denn da? Sind das so Karten für irgendeine Show oder was ist das? Ja, ein Konzert, ja.
Und die ganze Nummer hier erinnert dann doch sehr stark an Shin Godzilla, so ein bisschen gemischt aber auch mit Godzilla Minus One. Ich finde, diese beiden Filme nehmen sich sehr stark Inspiration hier am ersten Film. Ja. Das ist jetzt das Schiff Nummer 2 gewesen. Okay, ich frage mich jetzt gerade, ob die gerade wirklich versuchen, Godzilla abzuschießen, weil er eben gerade auch meinte, dass es an derselben Stelle wieder passiert ist. Oder ob Godzilla wirklich dafür verantwortlich ist. Alter, diese Gerätschaften früher. Dann war es doch Godzilla gewesen. Ich habe das anders im Kopf gehabt. Okay, wenn die alle an derselben Stelle sinken, dann wird es doch mit Godzilla selber zu tun haben. Aber warum gehen die dann in Flammen auf? Also ich dachte eigentlich, dass die irgendwie versuchen, Godzilla schon abzuschießen mit irgendwelchen Atomwaffen und dann dabei andauernd aus Versehen die Schiffe treffen. Ist aber wohl doch nicht so. Anscheinend wissen die noch gar nicht, was Godzilla überhaupt ist hier. Aber die haben auch Hautverbrennung, ne? Das kann man auch sehen hier vorne, an der Brust zumindest sieht man das so ein bisschen.
Hier, weil es immer heißt, dass der Godzilla von Roland Emmerich von 98, dass das so Bullshit ist, dass der da Fische will und so ein Kram. Diese ganze Sache mit den Fischen, die kommt von diesem Film, vom Originalfilm. Weil es eben auch hier diese Mythologie gibt, das erklärt sie jetzt hier auch gerade, dass der Godzilla im Wasser ist und in dem Augenblick, wo es keine Fische mehr gibt, aus irgendwelchen Gründen, braucht der Godzilla eben Nahrung, kommt dann an die Oberfläche, also ans Land, sorgt dann da eben für Terror. Und dann müssen die hier, glaube ich, irgendwie eine Frau auf dem Floß opfern. Das ist halt so eine Mythologie auf dieser Insel. Und davon kommt diese ganze Geschichte mit Godzilla will Fisch fressen in Roland Emmerichs Godzilla-Film. Also auch da, das kommt von den Wurzeln. Genauso wie auch eine bisschen tiefere Story kommt von der Wurzel von Godzilla. Der Ursprung von Godzilla ist nicht einfach nur Monsterkloppe und bum bum bum. Das stimmt eben einfach nicht. Jetzt machen sie wahrscheinlich irgendwie so Festivals zu Ehren von Godzilla oder sowas, ne? Ja. Ja, ja. Ja, da das er eben gerade nochmal erklärt. Auch da sieht man jetzt halt schon, dass das alles Modelle sind, ne? Das ist, gerade bei den Bäumen fällt es eben auf, dass das so Plastikbäume sind, aber es hat trotzdem, hat das so einen richtig, richtig schönen Charme. Und dann eben jetzt der Cut noch rüber zu diesem realen Set. Ich finde das echt eine schöne Sache. Ja, das Schauspiel ist auch hier und da ein bisschen überzogen. Da sieht man jetzt auch, der Mann im Kostüm hat mal eben gerade das Bein gesehen und wir müssen uns aber mal auf Twitch zusammen ein Making-of zu dem Film angucken. Ich würde das sau gerne mal sehen. Auch gerade mit den Häusern, das jetzt hier zum Beispiel, oder wo man eben gerade das Haus von innen gesehen hat, das ist jetzt wieder kein echtes Set. Das ist jetzt wieder hier Miniatur. Man sieht's, aber wie gesagt, das ist cool. Aber die Szene eben gerade, die man im Haus drin gesehen hat, das sieht natürlich jetzt, ne, das ist ein Flugzeughelikopter. Wo wir eben gerade im Haus drin waren, ist das Haus ja in sich selbst zusammengestürzt. Und da würde ich mal gerne sehen, wie die das gemacht haben. Die werden jetzt kein echtes Haus auf die Leute haben fallen lassen. Aber da muss das Haus ja aus irgendeinem Material gebaut worden sein. Oder hier wurde sogar auch schon getrickst. Das kann natürlich auch sein. Ja.
Das ist jetzt hier eine der Szenen, die komplett auf Japanisch ist und wir können da jetzt mit zugucken. Wenn du kein Japanisch verstehst, weißt du aber nicht, worüber sie da gerade reden. Das sind aber jetzt anscheinend die Zeugen, die überlebt haben, die jetzt eben erklären, was da passiert ist, die jetzt vorsprechen müssen. Und danach werden sie dann wahrscheinlich irgendwie sich beraten, was sie jetzt dagegen machen wollen. Ja, weil das ist ja auch so ein Kongress, wo sie jetzt eben erst die Zeugen vorreden lassen. Er hat jetzt, glaube ich, die erste Lösung. Keine Ahnung, was er gesagt hat, aber super Rede. Da ist Sivisara. Ach, wie heißt der? Ich kann mir diesen Namen nicht merken. Serizawa heißt der, ne? Steht denn hier der Name von der Person, die er eben spielt? Serizawa heißt er aber, glaube ich. Ja, okay. Die gehen also jetzt noch davon aus, dass der Regen vom Himmel aus irgendeinem Grund verseucht gewesen ist. Wahrscheinlich eben wegen Atomtests oder ähnlichem. Und jetzt fällt aber eben gerade auf, Moment mal. Es sind ja nur ein paar von den Quellen wirklich auch atomar verseucht. Andere aber wiederum nicht. Und wenn es geregnet hätte, müssten ja alle verseucht sein. Also stimmt da irgendwas nicht. Und das fällt denen jetzt eben gerade auf.
Okay, also nicht nur die Quellen sind radioaktiv, sondern die gesamte Spur, die dieses Wesen, an das ja keiner glaubt, einmal quer übers Land gezogen hat. Da ist diese gesamte Spur, ist also radioaktiv verseucht. Und die Fische anscheinend auch tot. Ja, ich mach's trotzdem. Oh, jetzt sehen wir, glaube ich, gleich schon Godzilla. Zum ersten Mal. Nach 21 Minuten. Ist schon ein bisschen humaner als beim 2014er Godzilla, ne? Wie lange hat es da gedauert? Eine Stunde, glaube ich. Aus der Jurazeit, das wurde, glaube ich, sonst auch nie wieder so erwähnt. Voll interessant. Und da haben wir ihn, Godzilla. Das ist der Moment, wo wir wirklich das allererste Mal in der gesamten Historie einen Blick auf Godzilla erhaschen können. Und ich finde, mal abgesehen davon, dass der Film natürlich schon sehr alt ist, das sieht nicht so schlecht aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Das ist ja hier mit Greenscreen bearbeitet. Die haben ja quasi den Typen im Kostüm einfach vergrößert, damit er eben größer aussieht. Das hast du jetzt aber hier gar nicht gemerkt. Und ich glaube auch, dass hier gerade das Schwarz-Weiß an dem Film sehr viel dazu beiträgt, dass eben so kleine Tricks ein bisschen mehr vertuscht werden können. Aber gerade warum das Schwarz-Weiß hier für den Film so wichtig ist, dazu kommen wir noch, wenn es dann soweit ist. Aber habe ich das auch richtig verstanden jetzt? Das sieht auch sehr cool aus. Das sieht echt cool aus. Dass das gerade so ist, dass Godzilla... Oh, ganz kurz. Die Bilder von den Dinosauriern, das ist zu geil. Aber woher wissen die, dass Godzilla aus der Jura-Periode kommt? Ach, wegen dem Krebs, den die noch gefunden haben, ne? Gojira. Das sieht cool aus. Also war Godzilla hier noch ein wirklicher Dinosaurier. Da war er noch kein Titan und noch kein Kaiju. Da war es einfach ein Dinosaurier in Übergröße. Okay, hat meine Frage auch beantwortet, die ich eben gerade erst stellen wollte. Warum Godzilla jetzt hier wirklich auftaucht? Ich dachte, weil der Mensch irgendwie das Meer vielleicht leer gefischt hat und deswegen kommt Godzilla jetzt auch an Land. Aber er erklärt jetzt eben gerade, nein, Godzilla ist anscheinend aufgewacht oder
aufgeweckt worden aufgrund der ganzen Atombomben, die ins Meer geschossen wurden. Okay, und der Krebs hat auf jeden Fall auf die Jurazeit hingewiesen und der Sand, der an dem Krebs noch gehaftet war, den haben sie auch untersucht und auch der sagt Jurazeit. Ah, genau. Godzilla ist nicht selbst radioaktiv verseucht, sondern der hat diese atomaren Partikel aufgrund dessen, dass wir Atombomben in die Meere geschossen haben. Und dann sind die auf Godzilla hängen geblieben. Und deswegen verteilt er beim Laufen immer mehr diese atomare Energie, also diese atomare Seuche einfach. Wie war das nochmal in Roland Emmerichs Film gewesen? Da war das ja so, dass die Atombomben einen Leguan getroffen haben und dann wurde der riesig. Oder war das nicht sogar in Roland Emmerichs Film so, dass Godzilla aufgrund dessen, dass wir atomare Bomben geschossen haben, erst so mutiert ist? Das ist natürlich dämlich, wenn das so gewesen sein sollte. Aber auch hier gehen sie ja sogar darauf ein, dass Godzilla unter Wasser gelebt hat, wohl die ganze Zeit lang. Und dann eben erst aufgeweckt wurde. Und da muss ich wieder an King of the Monsters denken, in diese Unterwasserstadt irgendwie, dass Godzilla da gelebt hätte. Ja, jetzt haben wir wieder hier eine japanische Szene mit Diskussionen und Debatten, wo sie jetzt überlegen, wie man weiter vorgeht und was machen wir als nächstes und wieder keine Untertitel. Wisst ihr übrigens, dass es ursprünglich hier hätte noch eine andere Szene geben sollen im ersten Godzilla-Film? Nämlich eine, wo man sieht, dass unter Wasser noch mehr als nur ein Godzilla gelebt hätten. Ich glaube, da gibt es sogar ein Bild, wo drei von denen unter Wasser irgendwie sitzen. Ich werde auch mal ein Video dazu machen. Zu der ganzen Nummer. Wer kennt die Szene hier jetzt? Wenn jemand Godzilla Minus One gesehen hat, die Zugszene hier, die wurde bei Minus One ja nicht kopiert, hört sich immer so böse an, aber eigentlich wurde sie ja kopiert, ne? Recreated, sagen wir einfach mal. Diese ganze Sache mit Zügen und Godzilla muss in Züge reinbeißen, kommt ja auch nochmal vor. Das haben sie von Godzilla Minus One haben sie aus dem Film hier. Ne, Godzilla Minus One ist ja generell eh so eine Verbeugung an den ersten Godzilla. Ja, heutzutage würdest du einfach so einen Sender auf Godzilla schießen, um zu gucken, wo er sich lang bewegt. Früher mussten sie halt dann selber irgendwie nachgucken. Beziehungsweise einfach dann eben mit diesen Karten bestimmte Punkte abstecken, wo Godzilla mal gesichtet wurde, um dann herauszufinden, wo er sich jetzt lang bewegt. Und wir schießen einfach Bomben auf Godzilla. Das ist immer die beste Idee, die du haben kannst. Wenn du irgendetwas findest, was du nicht kennst, immer erstmal Bomben draufschmeißen. Ey, wir können so froh sein als Menschheit, wenn niemals Außerirdische hier ankommen.
und mit uns Kontakt aufnehmen wollen. Wir würden einfach direkt so einen Krieg anfangen. Wir sind so eine dumme Spezies. Es wird noch als so eine Live-Show im Fernsehen übertragen, ey. Ah, Gott. Aber man merkt einfach, wie krass wenig wir uns im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben von unserem mentalen, von unserer mentalen Fähigkeit. Der Film ist von 1954 und du kannst sämtliche Gesellschaftskritik in diesem Film immer noch auf heute anwenden. Das ist einfach zu krass. Serizawa ist der Vater von ihr? Ich dachte, es wäre der Bruder. Hoppla. Nee, das ist der gar nicht. Das ist ein anderer. Okay, das ist auf jeden Fall ihr Vater. Dann ist Serizawa aber ihr Bruder. So war das gewesen. Und er ist jetzt so einer der Einzigen, der eben sagt, ey, eigentlich dürfen wir Godzilla überhaupt nichts tun. Weil Godzilla ist ja eigentlich nicht böse an sich. Es ist ja wieder mal der Mensch, der dafür verantwortlich ist. Dass Godzilla aus dem Wasser kommt, dass Godzilla da nichts zu fressen hat, dass Godzilla atomar verseucht ist, haben alle wir was damit zu tun. Man sagt ja auch ganz gerne mal so Sprüche wie früher war alles besser, ne? Glaubt ihr, dass das lustig war auf so Partys? Oder dass die eher alle so einen Stock im Arsch hatten? So, jetzt bin ich mal gespannt, ob Godzilla jetzt auch wirklich von sich aus das Schiff angreift. Nö. Er ist wieder weg. Ja, da merkt man aber dann auch wieder, Godzilla ist nämlich eigentlich gar nicht mal so das Monster. Nämlich auch hier ist der Ursprung eben auch nicht, dass Godzilla ein böses Monster ist. So, das ist auch erst irgendwann später dazu gedichtet worden. Ich meine, bei Shin Godzilla... Gar nicht mal da ist Godzilla eigentlich der Böse in der Hinsicht. Auch da gibt es ja wieder Gründe dafür. Aber er will den ja auch nicht töten. Ja. Das stimmt, das macht total Sinn, eigentlich an Godzilla die Geheimnisse des Lebens zu erforschen, weil Godzilla ist ja auch schon uralt, ne? Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber es stimmt total, wie dumm der Kontrast hier eigentlich wieder ist. Dass du ein Geschöpf hast, ein Lebewesen, das dir irgendwie den Schlüssel zu ewigem oder sehr langem Leben geben könnte oder das erklären könnte. Aber die erste Idee, die du einfach hast als Bevölkerung ist, komm, wir bomben das Vieh einfach weg. Ja. Ich meine, Godzilla ist aber halt auch eine Gefahr. Das ist halt so ein Zwiespalt, ne? Das macht der Film eigentlich sehr gut, diese Gegensätze aufzubauen.
Okay. Ah, Serizawa und sie sind also keine leiblichen Geschwister, sondern sie hat einfach nur Brudergefühle für ihn. Sie hat Serizawa quasi gefriendzoned im Krieg. Nachdem er ein Auge verloren hat. Ja. Boah, sind das enge Straßen. Alter. Passt ja gerade so mal das Motorrad durch, ey. Also Österreich hat schon krass enge Straßen. Aber das ist ja wirklich... Na ja gut, andere Zeiten, ne? Natürlich hat er wieder einen deutschen Freund. Natürlich müssen die Deutschen wieder irgendwie mit dieser Waffe zu tun haben. Und Serizawa ist so ein bisschen der Oppenheimer in dem ganzen Godzilla-Kosmos, ne? Der jetzt ja die nächste Waffe baut, aber Angst davor hat, sie rauszugeben, weil er eben der Meinung ist, dass das dann die neue größte Gefahr werden kann. War zwar jetzt nie Oppenheimers großer Grundgedanke gewesen, aber er erschafft jetzt ja quasi auch diese... Ich will es jetzt hier nicht spoilern, aber diese Waffe. Er erfindet quasi die neue Atombombe. Ja, aber er ist trotz allem auch so besessen von seiner Arbeit. So, er weiß, dass es eigentlich nicht richtig ist, aber er ist ja quasi wie besessen davon, von dieser Entwicklung, von dieser Forschung, die er eben auch gemacht hat. So viel zum Thema, Godzilla hat im Ursprung keine Story, ne? An alle Leute, die immer rumjammern, da ist zu viel Geschichte drin. Das ist der Ursprung, das ist die Wurzel, das ist der allererste Film. Er hatte eine richtig gute Geschichte gehabt. Sogar mit menschlichen Charakteren, die funktioniert haben.
Es gibt inzwischen ja sogar auch eine Farbversion vom ersten Film, glaube ich. Da haben die nochmal alles so recolored. Kommt man aber, glaube ich, auch gar nicht mal so leicht dran. Ich werde mir nochmal angucken. Aber ich glaube, dass das Schwarz-Weiß bei dem Film gerade so gut wirkt, weil er eben so Szenen hat, die auch an so eine schöne, gewagte Wortwahl, aber an so eine Nachkriegszeit erinnert. Dazu kommen wir eben dann später nochmal. Es sieht eben einfach alles dadurch so echt aus, so schon fast dokumentarisch zum Teil. Bestimmte Szenen zumindest. Das Schauspiel ist halt echt ein bisschen krass manchmal. Es gibt so ein, zwei Szenen. Da war es ein Ticken zu viel. Ja, diese Waffe auf jeden Fall nennt sich der Oxygen Destroyer. Und den haben sie ja in Minus One auch nochmal so ein bisschen recreated und ein bisschen verändert, nochmal von seiner Funktion her. Aber der ist schon sehr nah an dem dran eigentlich. Verriet sie es nicht doch noch dann zum Schluss? Ich könnte wetten, dass sie da noch irgendwas nochmal ausplaudert. Taucht er jetzt schon in Tokio auf, oder was? Und gerade hier könnte eine neue Version von Godzilla, könnte gerade den Sound nochmal ein bisschen überarbeiten. Ach, sie erzählt es jetzt ihm sogar weiter. Nee. Gerade wenn man eben so die Schritte von Godzilla hört, diese Stapfen. Da müsste eigentlich so voll der Bass einfach dann losgetreten werden. Was machen die da alle? Verlassen die gerade komplett die Stadt oder was?
Die haben aber auch hier, finde ich, die deutschen Synchros, die wurden so ein bisschen monoton eingesprochen. Du hast hier nicht wirklich die Gefühle nochmal dargestellt. Also bei dem Film sehr wahrscheinlich, wenn es den irgendwo gibt mit deutschem Untertitel, macht es am meisten Sinn, den zu schauen auf Japanisch mit deutschem Untertitel. Das wäre, glaube ich, die optimale Variante bei dem Film hier. Wenn es das überhaupt gibt. Ich finde das immer noch unfassbar schwer, an diese Filme ranzukommen. Und auch hier merkt man jetzt durch diesen Schwarz-Weiß-Filter den Greenscreen nicht ganz so krass. Ja, jetzt ist wieder vorbei. Da hat man aber eben gerade, hat man unten den Greenscreen noch so ein bisschen gesehen, wo die Menschen gelaufen sind. Ja, und auch das alles jetzt hier mit dem Zug, das wurde ja alles nahezu von Godzilla Minus One nochmal aufgegriffen. Erfährt man hier aber noch, warum Godzilla eigentlich auch so groß ist? Ah, das hier ist Klassiker. Werde ich auch auf dem Thumbnail wahrscheinlich drauf haben hier zu der Reaction, wo er den Zug im Maul hat. Hatte das Kostüm auch hinten am Schwanz so eine eigene Bewegung drin? Sah eben zumindest so aus. Japan Airlines. Die Szene ist wieder auf Deutsch jetzt, ich verstehe es nicht. Zwei Szenen mit dem Kongress haben sie auf Japanisch gelassen und eine haben sie auf Deutsch. Okay, dann bauen die jetzt also überall ihre Verteidigungsposten auf, wenn Godzilla da auftauchen sollte. Jetzt fangen aber hier schon mal die Szenen an. Das sind jetzt hier Szenen, die gerade in Schwarz-Weiß so extrem so nahbar rüberkommen. Da sowas hier, ich finde das wirklich erschreckend. Das sind einfach Szenen, die könntest du so eins zu eins in so eine Kriegsdokumentation einbauen. Man würde nicht merken, dass die aus einem Godzilla-Film stammen.
Das ist, glaube ich, eine Falle hier. Die bauen hier irgendeine Falle auf. Das sind nicht einfach nur Stromnetzwerke. Die haben irgendwas damit vor. Er hat vorhin noch gesagt, ey, passt auf, dass ihr Godzilla nicht mit Licht erschreckt, ne? Und da im Hintergrund jetzt sind so fette Lichtstrahlen einfach. Das wird wohl in die Hose gehen, schätze ich. Und er müsste doch einfach nur sein Maul aufmachen. Ich meine, er hat es ja versucht, klar. Aber er läuft von Anfang an, läuft er nur da rum und hat so. Er weiß, was abgeht. Er und Serizawa könnten das eigentlich lösen, das Problemchen. Jetzt haben wir die dritte japanische Szene, die wir auch nicht verstehen. Auf der englischen Version ist, glaube ich, alles übersetzt. Ich glaube, die war damals nicht geschnitten gewesen. Ey, sie machen einfach einen Scheinwerfer an. Das ist so geil, weil du einfach wirklich vor ein paar Minuten erfahren hast, bitte kein Licht auf Godzilla schießen oder lenken, sonst dreht er halt noch mehr durch. Und die bauen jetzt einfach hier an der Grenze zu Tokio so Scheinwerfer auf, um als Ziel zu haben, auf dieses Vieh drauf zu leuchten, damit sie halt selber auch was sehen, das ist mir schon klar. Aber, ey, auch hier ist also wieder ein Grund gegeben, warum Godzilla jetzt anscheinend ausrastet und in Tokio Amok läuft. Das ist wieder nicht das, weil der böse ist und Zerstörung will. Es gibt hier wieder einen Grund dafür. Oder sie schießen zuerst auf ihn. Nee. Nee, der läuft zu den Lichtern hin tatsächlich. Der läuft zu den, da wo es hell ist, läuft er hin. Ja. Jetzt wird er angeleuchtet. Und sag mir nicht, der läuft jetzt in das Stromnetz rein und ihr macht das dann an. Doch, ne? Ey. Wenn man da wirklich mal drauf achtet, hat Godzilla hat hier keinen einzigen Kampf wirklich angefangen. Außer vielleicht ganz zu Beginn, wo er mal über die Insel drüber gelatscht ist. Da hat er ja aber auch nichts Böswilliges kaputt gemacht.
Der kommt aus dem Wasser raus. Der war ja am Anfang auch noch ganz ruhig gewesen eben gerade. Ne? Der war ganz langsam, ganz ruhig, ganz gemächlich. Dann bekommt er einen Scheinwerfer in die Fresse geleuchtet. Oh, der allererste Atomic Breath gerade. Ich dachte gerade schon, der allererste Atomic Breath friert die Dinger ein. Aber das nur, weil es schwarz-weiß ist. Das war gerade ein Hitzestrahl. Heat Rate Breath. Hitzestrahl, der auch Godzilla, den auch Godzilla Evolved einsetzen wird in Godzilla Kong. Also kommt sogar der Hitzestrahl nicht einfach nur aus dem Nichts, ne? Wie die Häuser einfach in sich zusammenschmelzen, das ist schon... Ich weiß nicht, ob ich sogar diesen Hitzestrahl geiler finde als den Atomic Breath. Weil der Atomic Breath ist ja mehr wie so ein Laserstrahl einfach. Und das hier ist ja wirklich wie so eine Hitzewelle, die einfach alles zum Schmelzen oder eben zum Brennen bringt. Das ist schon krass. Ja, worauf ich aber eben gerade noch hinaus wollte, ist, dass Godzilla eben nur aus dem Wasser gekommen ist und nichts gemacht hat. Dann bekommt er Licht ins Gesicht, was eben nicht gemacht werden sollte. Dann wird er noch von Strom angegriffen. Der hat eben einfach die Menschen damit getroffen, mit dem Atomic Breath. Und dann schießen die noch auf den. Und dann hat er erst angefangen durchzudrehen. Ja, dieser Heat Rate Breath, oder einfach nur Heat Breath heißt der, glaube ich, hier noch, ne? Der Hitzestrahl auf jeden Fall. Der ist unfassbar unheimlich. Du hast eben so gesehen, wie die Leute davon getroffen wurden. Und dann sind die so zu Boden gesackt. So als wäre das einfach zu heiß, einfach um da drin zu atmen und keine Ahnung. Das Design ist halt auch noch... Ja. Steckt noch in den Kinderschuhen, sagen wir es mal so. Die Modellfahrzeuge. Ey, die haben sogar die Unfälle mit den Modellfahrzeugen gemacht. Das ist so charmant einfach. Weil da muss man schon sagen, dass Godzilla Minus One könnte man schon als ein Reboot der gesamten Reihe bezeichnen. Ein Remake ist es definitiv nicht, weil die Story ja trotz allem noch eine andere ist. Aber es ist schon irgendwie ein Reboot, so ein bisschen. Also gerade jetzt, wenn man Minus One mal gesehen hat und dann danach eben den Film jetzt hier guckt, da merkt man dann doch schon sehr viele Dinge, die übernommen wurden für Godzilla Minus One, die eigentlich aus dem Godzilla-Film hier stammen. Ja, ey, dieser Hitzestrahl ist schon geil. Das ist schon echt saucool. Wir brauchen ein neues Godzilla-Kampfspiel für die PlayStation 5. Also generell für die Next Gen. Wo man auch so den ganz alten Godzilla zocken kann. Ey, ich hätte da so Bock drauf. Du hast ja so viele Varianten von Godzilla allein schon inzwischen.
Alter, die ganze Stadt liegt einfach so in Flammen. Das sieht auch sehr cool aus. Sie benutzen zwar denselben Shot ganz gern mal wieder, von Godzilla von der Seite, wie dann eben dieser Hitzestrahl da rauskommt. Aber es ist halt auch ein alter Film, ne? Und ich finde trotzdem von der Atmosphäre her, gerade dass du hier und da auch keine Musik hast, so wie jetzt hier. Du siehst nur, wie Menschen wegrennen, du hörst nur, wie es im Hintergrund irgendwie das Feuer hörst, du hörst die Zerstörung im Hintergrund. Das ist jetzt auch eine krasse Szene. Ja, die Mutter mit den drei Kindern. Ich glaube nämlich, dass die jetzt gleich auch. Oder? Ich dachte, die verbrennen jetzt auch in den Flammen. Aber scheinbar nicht. Okay. Das Militär ist auf jeden Fall schon mal besiegt worden, so wie es aussieht. Auch hier die Uhr haben wir auch in Godzilla Minus One gesehen. Und da stehen eigentlich auf dem Dach in Godzilla Minus One so Reporter. Und wollen das alles nochmal irgendwie so filmen, was da gerade passt. Da, das ist die Szene. Das. Die stehen nicht auf dem richtigen Gebäude, glaube ich. In Godzilla Minus One standen die, meine ich, auf diesem einen abgerundeten Gebäude neben dem Turm. Ja, Minus One ist auf jeden Fall ein Reboot davon, 100 Pro. Da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen. Ja, auf dem runden Gebäude standen die. In Minus One. Und nochmal ein Hitzestrahl. Müsst euch mal vorstellen, was das für eine Arbeit sein muss, weil wenn so eine Szene zum Beispiel dann nicht so aussieht, wie man es eigentlich gerne hätte, dann müssen die ja diese gesamten Requisiten wieder aufbauen. Oder neu bauen. Weil die ja gerade jetzt zerstört werden. Boah, das ist auch ein fieses Bild hier, ey. Und wieder mal reagiert er auf die Lichter, weil die Leute mit den Fotoapparaten das Vieh. Ey, das ist einfach.
Ja, da keine Chance, Alter. Uah. Keine Chance. Jetzt kommen sie doch noch mit Kampfjets an. Okay, sie treffen ihn aber auch einfach nicht. Würde mal gerne wissen, was dann passiert, ob der das auch wirklich aushalten kann, wenn der einfach so eine Rakete abbekommt. Aber die treffen ihn ja mit keiner einzigen Rakete. Ey, das ist das größte Ziel, was ihr jemals in eurem Leben gesehen hattet. Und ihr trefft ihn nicht. Ey, ihr habt jetzt gerade locker 10 Raketen, 11, 12 daneben geschossen. Alter. Und Godzilla läuft in Richtung Festland. Und die Raketen fliegen in dieselbe Richtung, wie Godzilla läuft. Versteht ihr, was ich damit aussagen will? Es ist gerade sehr viel falsch, was da passiert. Und die jubeln. Ah nee, die verscheuchen den. Entschuldigung, okay. Entschuldigung. Sie verscheuchen den nur ins Wasser zurück. Also sie schießen nicht aufs Festland. Das ist schon mal richtig. Das ist schon mal gut. Aber wollten sie ihn jetzt auch wirklich nicht treffen? Also war das ganz bewusst, dass sie daneben geschossen haben? Wurde das in einem dieser Gespräche vielleicht so ein bisschen erklärt, die wir nicht verstanden haben, weil sie nur auf Japanisch waren? Dann würde es doch ein bisschen mehr Sinn ergeben. Jetzt das hier. Ab jetzt haben wir wirklich, das ist die Nachkriegszeit. Und diese Bilder hier funktionieren so extrem gut, weil das alles in Schwarz-Weiß ist. Als wäre hier eben gerade der Krieg zu Ende gewesen. Oder zumindest eine Schlacht im Krieg. Ja, jetzt werden noch die Kinder so mit dem Messer, mit dem Messgerät gescannt und dieser Galgendings schlägt auch noch aus. Das heißt, die Kinder sind hier alle atomar verseucht gewesen eben gerade. Da habt ihr jetzt die ganzen Verletzten im Gang. Da sind die armen Kinder, die radioaktiv verseucht sind jetzt. Die Toten, das ist schon. Das wirkt schon echt gemein, weil das ein Schwarz-Weiß ist. Gerade deswegen. Und das vermisse ich so ein bisschen im Monsterverse, dass das auch alles Konsequenzen hat, was da passiert. Und die Konsequenzen sind manchmal so minimal da, aber für mich nicht groß genug, weil daraus könntest du nochmal eine eigene Geschichte erzählen. Du könntest doch menschliche Figuren interessant erzählen, auch im Monsterverse. Bryan Cranstons Figur war so jemand gewesen, der einen Grund hatte,
in diese Welt mit eingebaut zu werden und eine interessante Geschichte hatte aufgrund dessen, dass seine Frau eben gestorben ist bei einem Unfall, der einen Zusammenhang mit einem Titan hatte, in dem Fall eben von einem Muto. Und deswegen gehe ich immer so dagegen, wenn Leute sagen, auch bei Jurassic Park, naja, ist halt Dino, ist doch geil, das reicht mir doch. Und ich sage, nein, bei Godzilla genau dasselbe. Das hier ist der Ursprung von Godzilla. Da ist eine Story dahinter, da ist eine Message dahinter. Und Konsequenzen sind dahinter. Ich sag Capybara, ich verstehe andauernd Capybara. Und es muss ja keine extrem krasse und Inception-mäßige Story sein, aber sowas halt irgendwie schon. Und du hast auch hier mehr menschliche Geschichte als Monstergeschichte tatsächlich im Film. Das können wir zwar für Godzilla Kong nicht erhoffen, dass das so ablaufen wird. Trotzdem freue ich mich bei dem Film, dass man da auch wirklich jetzt sagt, wir wollen mehr in so eine Mythologie eintauchen, in so eine neu ausgedachte Geschichte eben. Der Oxygenzerstörer. Ja, mit der Atombombe aber halt auch. Noch hier finde ich einfach seine Bredouille so nachvollziehbar. Dass er eben einfach sagt, naja, wir haben zwar diese Waffe, die Godzilla vernichten könnte, aber was ist denn, wenn wir das wirklich auch durchziehen? Und dann Godzilla damit vernichten und dann wird aber dieser Oxygenzerstörer die nächste große Bedrohung. Das ist total nachvollziehbar, sich so Fragen zu stellen. Das ist auch immer so eine Aussage, die Erfindung darf nie in falsche Hände geraten. Was sind denn die falschen Hände? Okay, sie hat es ihm jetzt doch erzählt. Das ist auch wirklich, das war damals noch nicht geplant. Aber da wir ja Destroyer selber auch als Figur in diesem Toho-Universum haben, macht dieser Satz noch mehr Sinn. Dieses Ganze, wir müssen halt aufpassen, dass das jetzt nicht die nächste große Bedrohung wird. Und genau das passiert ja dann auch.
Weil Destroyer ist ja mächtiger als Godzilla. Er ist eine größere Bedrohung. Und Destroyer entsteht ja irgendwie auch aufgrund des Oxygen Destroyers, meine ich, ne? Dazu kommen wir aber dann noch. Wenn ich den Film irgendwie fast zu fassen kriege. Ja, Serizawa, ey, der denkt aber halt auch mit. Der hat noch so. Immer wenn er das Wort vernichten hört, müsst ihr mal drauf achten, dann guckt er so auf den Boden runter. Weil er ganz genau weiß, es geht nicht darum, Godzilla zu vernichten. Da ist nicht weit genug gedacht einfach. Was will er jetzt gerade damit machen? Will er es einfach aus dem Fenster schmeißen oder was? Was hat er denn jetzt? Was ist denn da gerade passiert? Haben die gerade echt die Gewaltszene rausgeschnitten, indem sie den Fisch gezeigt haben, der im Wasser geschwommen ist? Das ist halt echt ein böser Zwiespalt gerade. Auf der einen Seite ist es halt so, dass er, wenn er die Waffe jetzt einsetzt, ist die Waffe auf jeden Fall auf dem Schirm der Regierung. Da kann man nicht einfach sagen, die darf nicht in falsche Hände geraten. Ab dem Augenblick ist die Waffe auf dem Schirm der Regierung und damit quasi eine Gefahr, weil ab jetzt kann sie ja reproduziert werden, auf lange Sicht gesehen. Sogar wenn er sich da weigern würde. Auf der anderen Seite aber haben wir jetzt halt Godzilla, der alles zerstört und terrorisiert, weil er jetzt komplett in Rage geraten ist. Und du kannst ihn eben nur mit dieser einen Waffe aufhalten. Was würdet ihr machen im Chat? Würdet ihr Godzilla aufhalten? Ich glaube tatsächlich, ich würde es einsetzen. Mit dem Wissen, dass das für die Zukunft echt verheerende Folgen haben könnte. Aber ich glaube, ich würde einfach aus Reflex sagen, okay, macht halt jetzt, komm. Das Vieh ist eben gerade durch Tokio spaziert. Es sind Frauen und Kinder gestorben, atomar verseucht worden. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Ich glaube, ich würde auch sagen, komm, wir machen das.
zur Hoffnungslosigkeit da drin. Die in der Mitte singt nicht. Ja, auf, wer macht's doch jetzt eh. Komm. Aber er zerstört jetzt seine Aufzeichnung, wie er die Waffe gemacht hat. Das heißt, niemand kann nachvollziehen, wie die gebaut. Ja, die würden es trotzdem irgendwie rauskriegen, aber ich finde den Gedanken ganz cool. Echt, so wollen die rausfinden, wo der ist? Müsste nicht aber auch das gesamte Wasser radioaktiv verseucht sein, weil der ja da lang schwimmt? So irgendwie?
Ja, mach noch ein bisschen mehr Druck dahinter, alter Mann. Ey, mich würden da keine 10 Pferde runterkriegen. So tauchen ist so eine Sache. Bis zu einer bestimmten Tiefe ist das alles komplett cool. Aber so diese ganz dunklen Gegenden da irgendwie, dieses, ne. Das wäre halt ganz und gar nicht meine Welt. Und eigentlich müssten die doch jetzt relativ weit nach unten tauchen müssen, ne? Um den Godzilla anzulocken. Da ist er doch. Und ich glaube, da hätte man jetzt ursprünglich mehr als nur einen Godzilla sehen sollen. Ja, jetzt hat er ihm quasi sein Leben gerettet und opfert sich jetzt selber, um Godzilla zu vernichten. Könnt ihr nicht jetzt eigentlich auch noch fliehen? Ich meine, Zeit ist ja noch ein bisschen da. Zumindest aus der Reichweite von diesem Destroyer könnte er irgendwie rauskommen. Wow, okay, das ist doch größer als gedacht. Aber ist diese Waffe dann auch komplett nur fürs Wasser geeignet eigentlich? Oder kann man die auch irgendwie in der Luft zünden?
Weil ich glaube, in King of the Monsters zünden die das Ding ja in der Luft, ne? Dann hat Serizawa jetzt aber einfach auch Selbstmord begangen, ne? Also er hat sich auf der einen Seite geopfert, um Godzilla zu töten, aber das, was er jetzt gemacht hat, war überhaupt nicht nötig gewesen. Er wäre noch hochgekommen, hat aber selber entschieden, dieses Seil durchzuschneiden, damit er halt stirbt. Aus welchen Gründen auch immer. Und das haben wir auch bei Godzilla Minus One gesehen, das hier. Dass dann durch diese ganzen Blasen, die dadurch entstehen, wie so ein Sog entsteht, wo du einfach runtergezogen wirst. Ja, und das war's dann gewesen mit dem Godzilla. Und mit Serizawa auch, der sich aus irgendwelchen Gründen umgebracht hat, selbst. Ja, Aufopferung weiß ich halt nicht. Der hätte locker wieder hochkommen können. Ja, hat er aber recht mit. Definitiv. Und das war's jetzt hier gewesen. Godzilla 1954, der allererste Godzilla, mit welchem ja, der König der Monster damals das Licht der Welt erblickt hat. Ich gebe hier ganz kurz nochmal so eine Prognose, oder eine Prognose ist jetzt ja Quatsch, ich gebe meine Meinung dazu nochmal ganz kurz kund. Ihr werdet dann aber das richtige ausführliche Review auf meinem Hauptkanal sehen, den ich euch mal da oben verlinken werde, da oben irgendwo in der Ecke. Da könnt ihr dann gerne mal reingucken. Da werden generell alle Kritiken dann ausgestrahlt werden und veröffentlicht werden, die ich hier als Rewatch mache, sowohl als Livestreams, wenn wir da mal Filme zusammen auch live schauen, oder eben jetzt hier in dem Fall, wenn ich das Ganze einfach auch mal offline reacte. Im Großen und Ganzen kann ich wirklich sagen, ich bin überrascht, wie kurzweilig dieser Film angefühlt hat. Trotz einer relativ guten und gefüllten Laufzeit hat er doch nicht viel Zeit damit verschwendet, uns Belanglosigkeiten zu erklären. Also was mir jetzt gerade auffällt, ist, dass der Film wirklich das erzählt hat, was erzählt werden musste, um zu verstehen, was da gerade passiert. Und dann eben noch den Endkampf. Das war eigentlich ein super Pacing gewesen. Und ich kann es nach wie vor immer wieder, ich kann es wiederholen, wiederholen, wiederholen.
Das ist wirklich ein Film, den man sich angucken sollte, angucken kann, definitiv auch heute noch, wenn man zwei Sachen berücksichtigt. Der Ton, das ist mir jetzt eben gerade wieder sehr stark aufgefallen, der Ton bräuchte ganz, 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 ganz dringend als allererstes eine Neuauflage. Vom Sound her, von den Arten her, wie die Leute auch, vielleicht immer sogar eine neue Synchronisation. Das wird wahrscheinlich aber eher nicht passieren. Aber dass du generell, du hast hier immer das Gefühl gehabt, dass jeder Ton war auf derselben Tonebene gewesen. Was meine ich damit? Das heißt, du hast Szenen gehabt, wo du Godzilla stampfen gehört hast und zwei haben sich im Vordergrund unterhalten. Und normalerweise, das Stampfen im Hintergrund hätte sich irgendwie ein bisschen mehr abheben müssen. Das war quasi alles wie auf einer Linie gewesen. Und ja, da hast du halt dann so ein paar Problemchen mit gehabt, plus dann eben noch das Overacting hier ein, zweimal. Das heißt, der Ton ist auf jeden Fall ganz weit oben. Da muss man hier und da ein Auge zudrücken. Und eben die ganze Schwarz-Weiß-Nummer. Das muss man eben mögen, damit muss man klarkommen. Ansonsten kann ich diesen Film auf jeden Fall jedem empfehlen, der vielleicht auch jetzt hier nach dem Monsterverse oder auch dann, wenn Godzilla Kong im Kino gelaufen ist, der genau dann sagt, jetzt habe ich Bock mal herauszufinden, wie Godzilla wirklich begonnen hat, dann macht das hier auf jeden Fall Sinn. Ich würde sogar sagen, du kannst Godzilla Minus One ebenfalls als allerersten Film gucken. Minus One nimmt sich sehr viel hiervon wieder raus. Aber trotz allem ist das hier eben der Ursprung von Godzilla. Und da bleibe ich auf jeden Fall dabei. Das hier ist der Film, den du eigentlich gesehen haben müsstest. Oder doch, ja, um in die Thematik so richtig einzusteigen und zu verstehen auch, wo diese Faszination hinter Godzilla herkommt. Nämlich eben nicht, weil Monster und Monster kloppen sich, so wie es ja viele auch in den Kommentaren immer wieder schreiben. Ich will nur sehen, wie sich Monster kloppen. Der Ursprung hat eine Geschichte gehabt. Der Ursprung hat eine Warnung gehabt, die durch die vierte Wand hinweg an den Zuschauer transportiert wurde. Genau wie Jurassic Park 1 auch. Deswegen ist immer dieses Wettern jetzt gegen Filme wie Jurassic World Dominion zum Beispiel. Oder auch gegen das Monsterverse zum Teil. Das kommt nicht von nichts. Das kommt nicht davon, dass die Reihe schon immer so gewesen ist. Fast and Furious ist auch nochmal so ein Beispiel. Warum sagen denn so viele, ey, die neuen Fast and Furious Filme, die sind so dämlicher Bullshit? Weil man immer weiß, was die Reihe mal konnte. Ja, Fast and Furious hat jetzt eher weniger moralische Botschaften versandt. Aber ja, gerade eben Jurassic Park oder auch Godzilla jetzt hier, das sind Filme, die hatten einen Ausdruck. Die hatten eine Story, die nach außen getragen werden sollte. Abseits von großen Kämpfen, bum bum. Das ist einfach was ganz anderes. Und deswegen, ein paar von euch pisst ja tierisch an, aber unfassbar tierisch an, wenn man eben sagt, nee, ich hätte gerne in einem Film ein bisschen mehr Story. Wenn ihr sowas braucht, wie Dinosaurier oder Kaiju, die einfach nur stumpf aufeinander einkloppen, ist das schön. Aber ich nehme mir einfach das Recht noch mit raus, und das machen viele von euch da draußen, Gott sei Dank auch noch, dass ich in einem Film wenigstens eine einigermaßen anspruchsvollere Geschichte haben möchte. Das hier würde schon reichen. Das hier ist ein perfektes Beispiel. Wenn ihr jetzt nicht wisst, worüber ich rede, dann guckt euch auf jeden Fall diesen Film nochmal komplett an. Godzilla 1954, das ist so dieses perfekte Maß zwischen Monster-Movie, menschliche Handlung und noch so ein bisschen eine Moralbotschaft auf dem Weg mitgegeben. Das gefällt mir hier auf jeden Fall sehr gut. Alles andere besprechen wir dann, wie gesagt, auf dem Hauptkanal, und dann sehen wir uns hier wieder zu, wahrscheinlich zwischendurch ab und zu nochmal mit ein paar Twitch-Livestreams, die ja hier auch hochgeladen werden. Der nächste Film, den wir aber hier zusammen besprechen und gucken werden, wird sein Godzillas Rückkehr oder Godzilla kehrt zurück, plus eben noch Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 1 Episode 3. Die werden wir jetzt hier auch nochmal dann besprechen. Gut, ihr Lieben. Ja, dann lasst mich auf jeden Fall wissen. Dann schreibt mir eure Kommentare auf jeden Fall unten in die Spalte rein. Und ich würde sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.